Und ich aktiviere jetzt einfach mal den Regenbogeneffekt. Mal sehen, wie weit ich das Ganze noch erweitert kriege vom Sketch her. Aber so habt ihr jetzt erstmal eine Vorstellung davon, wie das Ganze am Ende aussehen könnte. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die, die mir auf Instagram folgen, werden sich vielleicht auch schon fragen, wo dieses Video bleibt. Ich habe mir gedacht, ich habe schon verflixt lange nichts mehr mit LEDs gemacht und heute ist es endlich soweit. Wir bauen unseren eigenen Nanoleaf-Klon. Den meisten von euch, gehe ich jetzt einfach mal von aus, wird der Begriff Nanoleaf was sagen. Das sind diese ursprünglich dreieckigen LED-Panels für an die Wand, die man in nahezu jedem Gaming-Stream-Setup eigentlich heutzutage findet. Vier von diesen Dreiecken kosten dann irgendwie 100 Euro und das war mir immer zu teuer und wir wären kein Do-It-Yourself-Kanal, wenn wir die Dinger nicht selber bauen würden. Und genau das machen wir im heutigen Video. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Also, angefangen habe ich mit den Gehäusen. Ich habe mal so ein bisschen auf Thingiverse geguckt. Habe ich diese hier gefunden, heißt diesmal habe ich nicht selber designt, sondern diese einfach übernommen. Link dazu findet ihr unten wie immer in der Videobeschreibung. Die fand ich ganz schön. Die haben hier am Rand, ich weiß nicht, ob man das sieht, so kleine Klipse, wo man die Kabel wunderbar unterbringen kann. Hier in den Ecken gerade Flächen, wo man genau drei RGB-LEDs direkt nebeneinander bekommt. Also 9 LEDs pro Dreieck reichen aus. In der Mitte von den Wänden befinden sich noch Kabeldurchführungen, dass man auch in jede Richtung rein oder rauskommt mit dem Kabel. Und dann hat er hier noch so kleine Löcher eingelassen in den Wänden. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Auf jeden Fall gedacht für Magnete. Ich werde auf die Magnete verzichten. Ich werde das Ganze verkleben auf einer Plexiglasplatte. Aber das ist jedem selber überlassen. Ihr habt also auch die Möglichkeit, hier mit Magneten zu arbeiten. Fand ich auch von der Idee her gar nicht schlecht. Ja, und dazu gehört dieser dünne Deckel. Die halten wunderbar. Aber was brauchen wir noch neben so einem Gehäuse? Natürlich LEDs. Ich habe jetzt hier WS2812B. Man kann natürlich auch beliebige andere RGB-LEDs nehmen. Sie sollten adressierbar sein. Auch da kann man natürlich die günstige Variante wählen. Aber wenn man ein bisschen mit den Effekten spielen will, finde ich es eigentlich schon schöner, wenn die LEDs auch adressierbar sind. Bietet einfach mehr Möglichkeiten. Meine Variante basiert auf jeden Fall jetzt auf WS2812B-LEDs. Um die zu steuern, brauchen wir hier so eine Node-MCU. Pro Dreieck eine Spiegelfolie. Die habe ich jetzt von Amazon. Link findet ihr auch wie immer zu allen Bauteilen in der Videobeschreibung. Das ist eine Spiegelfolie, die ist nicht blau. Das Blau ist nur so ein Schutzfilm. Ihr seht ihr es. Also das ist eine schön reflektierende Spiegelfolie hier. Die nutzen wir, um das Licht besser zu streuen, damit wir nicht nur Lichtpunkte in den Dreiecken haben, sondern das ganze Licht sich schön auf dem Dreieck verteilt. Und ein 5 Volt Netzteil. So, und bei 9 LEDs pro Dreieck, wenn man dann mal 10 von diesen Dreiecken an der Wand montiert, ja, dann sind wir direkt schon bei 90 LEDs mal 0,05. Kommt ein bisschen was zusammen. Und ich habe jetzt hier ein 5 Volt 4 Ampere Netzteil. Müssten wir eigentlich ungefähr mit hinkommen. Hier habe ich mir noch eine kleine Platine zurechtgelötet. In dem Fall jetzt nochmal eine Lochrasterplatine, weil ich habe gesagt, nur um die paar Pins hier nach vorne zu legen, brauche ich jetzt nicht unbedingt eine extra PCB mir fertigen lassen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr für das Projekt eine PCB sehen wollt, dann fertige ich die euch gerne noch an und stelle die natürlich auch wie immer für euch öffentlich bereit. Die muss natürlich nur irgendwo unterkommen. So an der Wand sieht die Kacke aus, in die Dreiecke passt sie nicht rein. Also das habe ich dann doch selber designt. Ich dachte, das passt optisch dann auch ganz gut. Wenn man sich das Ganze mal so vorstellt, das kann man ganz gut kombinieren. Ja, hier haben wir einen Anschluss für Strom, der kommt hier dran. Hier unten haben wir zwei Schraubmöglichkeiten im Boden, wo wir die Platine dann drin festschrauben können. Und das war es eigentlich schon. Und jetzt geht's dran, die ganze Sache zu montieren. So, hier haben wir jetzt alles parat. Was ich eben nicht erwähnt habe, ihr müsst natürlich wie immer bei den LEDs drauf achten. Die haben eine Laufrichtung. Ich denke mal, so müsstet ihr es erkennen. Also hier seht ihr hier oben den Pfeil. Der zeigt also in die Richtung, nach da läuft der Strom. Heißt, hier ist euer Eingang, hier ist euer Ausgang. Müsst ihr darauf achten, immer in eine Richtung alles aneinander anschließen. Ansonsten hört es irgendwo auf zu leuchten. Da kommt ihr dann auch nie wieder dran. Dann müsst ihr nochmal alles umdrehen. Ist ziemlich lästig, also von Anfang an den Pfeil beachten.
Die Adern habe ich hier schon vorverzinnt. Das erleichtert nachher das Ganze mit den LED-Stripes zu verlöten. Und als Anschluss an das nächste Panel habe ich hier so Dreier Terminal-Blocks angelötet. Dann hat man wenigstens die Möglichkeit, das Ganze auch mal eben schnell wieder zu zerlegen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch fest verlöten. Ich persönlich fand es so etwas praktischer. Auch wenn der Block natürlich, je nachdem wie er in dem Panel nachher liegt, vielleicht einen kleinen Schatten wirft. Das stört mich aber persönlich nicht sonderlich. Muss jeder für sich entscheiden. Fangen wir mal an mit dem Löten. So, und hier seht ihr jetzt, ich habe an die letzte LED noch ein extra langes Kabel angelötet, weil das muss nachher in das Nachbardreieck rein. Und von daher brauchen wir hier ein bisschen mehr Kabel als zwischen den LEDs. Hier haben wir, glaube ich, 14 cm oder irgendwie so, oder 13, ich weiß es nicht mehr genau das Maß. Aber ja, jedenfalls, es fängt an mit einem langen Stück Kabel, dann drei LEDs und dann wieder ein Stück Kabel, drei LEDs, Stück Kabel, drei LEDs und am Ende die Schraubklemme. Ja, und das ist alles, was in ein so ein Dreieck rein muss. Und da bringen wir es jetzt mal unter. Ja, und so sieht das Ganze dann jetzt montiert aus. Was jetzt fehlt, ist hier noch der Spiegel. Nehmen wir hier die Rückseite. Ich habe mir hier so eine Schablone angefertigt. Außenrum immer so ein bisschen Luft lassen, weil hier liegen ja eh die LEDs, die Kabel etc. Aber die passt so gerade eben hier drauf. Muss man ein bisschen gucken, wie man es am besten dreht. Kommt jetzt auf einen Millimeter auch nicht an. Das Ganze schneiden wir aus. So, und wie ihr seht, das ist schon ein bisschen friemelig, also man kann vielleicht sogar noch einen Ticken mehr Luft lassen, als ich das jetzt getan habe, aber es passt. Wir müssen jetzt noch die Spiegelfolie abmachen und dann kleben wir das Ganze hier rein. Dazu gibt es noch eine kleine Besonderheit, und zwar, wenn wir den Spiegel jetzt so glatt da reinkleben, dann würde das Licht ziemlich gerade auch reflektieren. Ich habe damit mal so ein bisschen rumprobiert und ich persönlich fand es etwas besser, wenn der Mittelpunkt etwas höher war als die Ränder. Heißt, ich mache immer einen Klecks Heißkleber in die Mitte, der, sage ich mal, so 3 mm, 4 mm dick ist, klebe dann erst die Klebefolie hier drauf, weil wenn dann das Licht von den LEDs aus den Ecken kommt, wird es Stück für Stück immer mehr reflektiert. In der Mitte haben wir sonst ja den dunkelsten Punkt, hier am Rand den hellsten, und das wird durch die Wölbung im Spiegel dann einfach ein bisschen kompensiert und dadurch entsteht eine etwas gleichmäßigere Lichtverteilung. Also Spiegelfolie nochmal raus. Heißklebepistole an. So, in die Mitte, wie gesagt, jetzt einen kleinen Knubbel. Und den lassen wir jetzt erstmal kurz etwas aushärten. In der Zeit können wir schon mal hier die Schutzfolie abziehen. So, da haben wir jetzt schon mal unseren Spiegel. So, nachdem das jetzt so gut wie ausgehärtet ist, setzen wir in jede Ecke einen kleinen Heißklebepunkt. Geht ja nur um eine grobe Fixierung. Ihr seht schon, wenn ihr es euch etwas leichter machen möchtet, nehmt ihr die LEDs noch einmal kurz raus. Und das war's. Und jetzt seht ihr hier, das Ganze hat so eine leichte Wölbung. Es ist nicht viel, aber es macht doch eine Menge aus bei der Lichtausbeute. Was ich jetzt noch mache, ist wie immer jedem selber überlassen, aber ich finde, das macht eine noch bessere Lichtausbeute, wenn man die LEDs nicht ganz gerade an den Rand setzt, sondern wenn man sie so ein bisschen keilförmig anordnet, also sie ein bisschen nach unten scheinen lässt, auch nicht viel, dann sieht das Ganze in etwa so aus. Und hier setze ich jetzt auch überall noch ein bisschen Heißkleber dahinter, dass die nicht mehr verrutschen können. Ja, und so sieht das Ganze dann jetzt fertig aus. Hiervon machen wir jetzt erstmal noch ein paar und dann können wir die ganzen Teile montieren. So, nachdem wir jetzt die einzelnen Panels verlötet haben, die LEDs eingeklebt haben, den Spiegel eingeklebt haben, geht es jetzt dran, die Einzelteile zusammenzufügen. Wir haben jetzt hier an jedem Ende so ein Stück Kabel rausgucken. Das ist also unser Eingang und der Ausgang ist immer hier unten unsere Schraubklemme.
Das heißt, wir gehen jetzt hier mit diesem Kabel immer in das erste Dreieck hier durch eine von den Kabeldurchführungen durch, können dann auf entsprechende Länge abschneiden, verzinnen dann nach dem Abschneiden und abisolieren das Kabelende neu und schrauben das dann hier in die Schraubzwinge. Ich weiß, die Elektriker werden jetzt wieder schreien, nicht verlöten oder nicht verzinnen. Ich mach's trotzdem, mir ist das irgendwie sympathischer, ich weiß auch nicht. Ja, und das machen wir jetzt erstmal der Reihe nach. Und das letzte Kabel, oder auch das erste, je nachdem, wenn man vom Controller aus sieht, das erste Kabel, das muss eben hier in die Box, das heißt, das kommt hier unter dem ESP wieder raus, also unter der Node-MCU. Und das schrauben wir hier an diesen drei Schraubzwingen fest. Hier oben haben wir nochmal zwei Adern für den Strom. Legen wir einfach mal los, würde ich sagen, dann seht ihr auch direkt, was ich meine. Und wir fangen mal mit dem Controller an, und zwar sorgen wir erstmal dafür, dass der einen Stromanschluss bekommt. Hier soll das Ganze rein, wir gucken mal eben. Ja, das passt auch ganz gut. Jetzt müssen hier erstmal die Kabel dran. Allzu lang müssen die ja gar nicht sein. Dann verzinnen wir jetzt das Ganze. Und das war's auch schon. Jetzt können wir das Kabel an den Stecker anlöten und danach hier festschrauben. Das kürzere Beinchen hier, das sieht man glaube ich nicht so gut, aber das kürzere Beinchen ist auf jeden Fall der Pluspol. Und dementsprechend das längere Beinchen bekommt dann den Ground, also den Minuspol. Also auch das schwarze Kabel. Dann kommt jetzt hier noch ein Schrumpfschlauch drüber. So, und fertig ist der Stromanschluss. Der kommt jetzt hier in die Dose rein. Da muss jetzt von innen noch hier diese Mutter drauf. So, dann müssen wir das noch festschrauben. So, und somit hat unsere Node-MCU zumindest schon mal Strom, wenn wir hier das Netzteil anschließen. Jetzt muss hier die erste LED bzw. das erste LED-Panel angeschlossen werden. Dazu nehmen wir uns hier dieses Dreieck. Hier unten habe ich die Aussparung schon offen, das heißt, wir schieben das jetzt mal hier durch, beziehungsweise erstmal gucken wir, wie viel Kabel brauchen wir denn in etwa? Ja, das kommt schon ungefähr hin, also ein bisschen Luft würde ich noch lassen, von daher passt das so. So, und damit sind wir jetzt ja schon dem Ziel wieder ein Stück näher. Ich kürze noch ein Stückchen, isoliere dann mal die Enden ab. So, und dann nehmen wir nochmal ein bisschen Flussmittel, einmal hier auf die Enden drauf. Und jetzt verzinnen wir das Ganze nochmal eben im Zinnbad. Ja, und jetzt müssen die drei Kabel wieder hier an die drei Schraubklemmen. So, und damit ist eigentlich das Konstrukt für unser erstes LED-Panel schon mal fertig. Hier kann eigentlich schon der Deckel drauf. So, aber nachdem wir das erste Panel jetzt hier schon mal am Controller angeschlossen haben, machen wir jetzt weiter mit dem zweiten LED-Panel. Ist eigentlich nichts anderes als hier, nur dass wir hier an diese kleine Schraubklemme müssen. Und ihr müsst euch jetzt überlegen, wie sollen die Panels denn strukturiert sein? Ihr könnt es ja hier anschließen, ihr könnt es hier anschließen. Dementsprechend müsst ihr halt, falls noch nicht geschehen, hier an den Seiten diese kleinen Öffnungen aufmachen, also das Plastik hier kann man einfach rausbrechen. Womöglich habe ich sie mal drin gelassen, umso kleiner das Loch, umso unauffälliger ist es. Ja, jedenfalls führen wir jetzt hier das Kabel durch, möglichst unter dem anderen Kabel her, dann wird es nachher noch ein bisschen geführt. So, dann schauen wir hier aber, dass wir möglichst präzise mit der Länge sind, umso weniger überschüssiges Kabel wir hier drin haben, umso weniger Schatten kann es werfen. Also schneiden wir es auch ziemlich genau an der Lüsterklemme ab. Ein kleines bisschen Spiel brauchen wir zum Montieren, aber möglichst wenig. Dann wieder das gleiche Spiel. Wir müssen es abisolieren. So, kurz ins Zinnbad. So, und jetzt müsst ihr beim Anschrauben hier natürlich nur auf die Verpolung achten. Also schwarz an schwarz, grün an grün, rot an rot. So, und das macht ihr jetzt einfach mit jedem weiteren Panel ganz genauso. Das hier kommt jetzt zum Beispiel wieder hier dran und dann könnt ihr die Kette so fortsetzen, wie ihr das gerne bei euch hättet, so groß, wie ihr das gerne bei euch hättet. Denkt nur immer dran, eine LED 0,05 Watt, also bei 10 LEDs seid ihr schon bei 0,5, bei 100 LEDs seid ihr bei 5 Watt.
Also dementsprechend, das Netzteil muss entsprechend groß dimensioniert sein. Und mehr als 100 LEDs in einem Strang würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Schaut euch dazu nochmal diverse Tutorials an. Also dann ist es zumindest empfehlenswert, den Strom irgendwo zwischendurch nochmal immer wieder einzuspeisen. Ich mache das Ganze jetzt hier mal eben fertig und wir sehen uns gleich wieder. Hier seht ihr jetzt mein LED-Panel mit 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mal 9 LEDs plus der Controllerbox. Ich weiß, ich habe gerade eben noch gesagt, im Idealfall nicht so viele LEDs in einen Strang. In dem Fall mit 11 Stück kommen wir jetzt genau auf 99 LEDs, also unter meinem gesetzten Limit von 100 LEDs. Und damit wir uns das Ganze jetzt angucken können, wie das aussieht am Ende, würde ich sagen, wir flashen jetzt mal die Software auf den NodeMCU. So, im Büro angekommen und hier seht ihr jetzt erstmal meine Home Assistant-Oberfläche. Die NodeMCU habe ich bereits an den USB-Anschluss des Home Assistant PI angeschlossen und wir wechseln jetzt mal in das ESP Home. Als erstes wollen wir mal überprüfen, ob er den NodeMCU schon erkannt hat. Dazu gehen wir hier oben mal auf diese Auswahl, wo jetzt gerade noch OTA Over the Air steht. Und da seht ihr schon USB 2 Serial, also hier hat er eine serielle Schnittstelle erkannt. Dabei handelt es sich um unsere NodeMCU am USB-Anschluss des Raspberry. Das wählen wir schon mal aus und darüber sagen wir jetzt dem ESP Home, dass wir das folgende Programm hochladen möchten über die serielle Schnittstelle an dem USB-Anschluss. Wenn ihr das nicht umstellt, versucht er, den NodeMCU über WLAN zu flashen, was in dem Fall noch nicht funktionieren kann, da wir den noch nie geflasht haben. Also, wir schließen ihn an USB an, wählen hier oben den USB-Anschluss aus und klicken danach mal auf New. Jetzt geben wir dem ganzen System mal einen Namen. Wir sagen Nano Leaf Clone NodeMCU. Weiter. Dann sollen wir einen Device Type auswählen. Da nehmen wir NodeMCU, sagen nochmal Next. So, dann fragt ihr euch nach einer WLAN-Verbindung, also WLAN-Kennung und WLAN-Passwort. Dann könnt ihr hier noch ein OTA-Access-Passwort eingeben. Dabei handelt es sich um das Passwort, welches er verwendet, um hinterher über WLAN die Software auf der NodeMCU zu aktualisieren. Das heißt, wir müssen nur ein einziges Mal über USB die Software übertragen und jedes weitere Übertragen von dieser Software kann dann über WLAN erfolgen. Das ist insofern ganz praktisch, wenn man die Geräte in einem Gehäuse fest verbaut hat. Irgendwo muss man die nicht jedes Mal wieder rausnehmen, sondern wenn man per WLAN darauf zugreifen kann, dann kann man auch die Software darauf aktualisieren. Das ist eigentlich ein ganz nettes Feature. Dann nochmal Next und mit Submit bestätigen. Und jetzt haben wir auch schon unser Nanoleaf-Klon-Programm fürs ESP Home entsprechend vorbereitet. Wir klicken mal hier auf Edit, um uns das Ganze anzuschauen. Und jetzt seht ihr hier oben, hier haben wir einen Namen, er weiß welche Plattform, er weiß um welches Board es sich handelt. Dann unser WLAN-Zugang. Dann hat er hier noch einen Fallback erstellt, das heißt, wenn er es nicht schafft, in euer WLAN zu verbinden, warum auch immer, der Router ist aus oder was auch immer passiert ist, dann eröffnet er hier diesen Access Point und ihr könnt immer noch auf diesen Access Point verbinden mit diesem Passwort und seid dann trotzdem per WLAN mit dieser NodeMCU verbunden. Hier noch zwei Standardeinträge, Logging ist denke ich klar. Zu Captive Portal kann ich nichts sagen, habe ich mich noch nicht drum gekümmert, was das ist. Ich lasse es einfach mal stehen, vielleicht kann mich einer von euch aufklären. Dann haben wir hier das API-Passwort. Das API-Passwort, das braucht die NodeMCU, um mit Home Assistant zu kommunizieren. Ja, und hier ist nochmal das OTA-Passwort, wie eben erklärt, um Updates an diesem Programm über WLAN vornehmen zu können. Das hier ist also die Grundeinrichtung unseres Programms, welches wir eben über den Dialog erstellt haben. So macht er aber natürlich noch nichts. Er weiß nicht, welche Geräte, er weiß nicht, was wir damit machen wollen. Und dazu kommen wir jetzt. Und zwar fügen wir hier unten mal noch einen neuen Block ein. Und dieser heißt Light Doppelpunkt. Damit weiß er, es handelt sich um eine Lampe. Diese Lampe möchten wir mit der Plattform FastLED Clockless betreiben. Das ergibt sich daraus, dass wir ein Chipset WS2812B verwenden. Wir haben nur drei Pins an unserer LED, also ist dieser Clockless. Diese beiden Zeilen hängen also davon ab, welche LEDs ihr jetzt verwendet für das Projekt. In meinem Fall sind es halt dreipolige WS2812B Stripes, also wäre es diese Einstellung. Der Data-Pin, in meinem Fall wäre es der GPIO 2, das ist der D4 der NodeMCU.
Dann haben wir 99 LEDs verbaut. Wir haben 11 Dreiecke a 9 LEDs, also 99 LEDs gesamt. Die RGB-Reihenfolge auf dieser Stripe ist GRB. Das Gerät selber soll nachher sich als Nanoleaf-Klon bekannt machen im System. Das ist also der Name, wie ihr das Gerät nachher im Home Assistant findet. Und dann braucht es noch eine ID und da heißt es bei mir jetzt einfach Nanoleaf Büro, da es nachher auch im Büro installiert werden soll. Wenn hier WLAN-Name, Passwort und so weiter alles korrekt eingetragen sind, würde das so jetzt schon funktionieren und wir könnten das hochladen und anschließend auch schon in der Übersicht einbinden. Aber da wir adressierbare LEDs verwenden, hätte ich gerne halt auch noch ein paar Farbeffekte und dazu kommen wir jetzt. Damit wir dem ganzen System noch Effekte hinzufügen können, fügen wir hier einmal die Zeile Effects ein und wir fangen mal an zum Beispiel mit einem Regenbogeneffekt. Der sieht dann so aus. Ihr sagt also Addressable Rainbow, so heißt der Effekt. Gebt dem Ganzen einen Namen, wie er im System angezeigt werden soll. Und dann könnt ihr hier noch die Geschwindigkeit und die Breite angeben. Die Breite ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die Anzahl an LEDs, über die das gesamte Farbspektrum verteilt wird, also wo er dann wieder anfängt. Also bei der 21. LED, die hätte dann wieder die gleiche Farbe wie die erste. Insofern würde ich das jetzt mal auf 90 setzen, dann sind die ersten und die letzten immer ungefähr identisch. Dann hat man das Ganze ein bisschen schöner verteilt bei 99 Stück. Die Geschwindigkeit lassen wir erstmal einfach auf 10. Und dann nehmen wir zum Beispiel mal noch einen Effekt, der nennt sich Addressable Scan. Geben ihm den Namen Scan-Effekt. Dieser hat die Parameter Move-Intervall, also eine Geschwindigkeit, in der er sich bewegen soll. Und wie breit die Scan-Breite ist, also wie viele LEDs laufen sollen. Das lassen wir mal auf 1. Und dann nehmen wir mal als letztes Beispiel noch Addressable Fireworks. Den nennen wir Fireworks-Effekt mit einem Aktualisierungsintervall von 32 Millisekunden, einer 10% Wahrscheinlichkeit. Zufallsfarben haben wir aus und die Fade-Out-Rate liegt bei 120. Spielt einfach mal damit rum, setzt die einfach mal ein bisschen rauf und runter. Also das sind, glaube ich, Einstellungen, da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern das muss einfach jeder so ein bisschen für sich selber anpassen, so wie es ihm am besten gefällt. Alle Informationen zu den Effekten und so weiter findet ihr auf der ESP-Home-Seite. Schaut da einfach mal nach. Also es gibt noch viel mehr von den Effekten, aber hier zum Zeigen als Beispiel belasse ich es einfach mal bei diesen dreien. Das gesamte Beispielprogramm, das verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr das einfach mal 1:1 übernehmen möchtet, um das mal auszuprobieren, könnt ihr das unten aus der Videobeschreibung einfach runterladen. So, damit ich jetzt bei mir das Ganze noch hochladen kann, ersetze ich hier mal eben kurz SSID und Passwort mit meinen Secret-Werten. Das gleiche machen wir jetzt hier nochmal mit dem API-Passwort und dem OTA-Passwort. Dann speichern wir das Ganze. Und damit wir uns sicher sind, dass das Ganze jetzt auch funktioniert, schließen wir das Ganze erstmal und sagen jetzt hier einmal Validate. So, jetzt sagt er hier oben, jawohl, das ist gültig. So, und jetzt könnten wir hier auf Upload klicken, aber ich sehe gerade, hier oben das OTA hat sich wieder umgestellt. Also sagen wir nochmal schließen, wechseln wieder auf USB und jetzt können wir unser Programm hochladen. Das dauert jetzt erstmal einen ganzen Moment, weil der muss das Ganze jetzt erstmal bilden. Erzeugt eine Binary-Datei und lädt die dann auf die NodeMCU. So, und jetzt seht ihr hier, er hat es erfolgreich hochgeladen. Hier seht ihr jetzt, listet er die WLAN-Verbindungen, hat jetzt auch erfolgreich zum WLAN-Verbindung aufgenommen. Und ihr seht jetzt hier Client Home Assistant erfolgreich verbunden. Ja, und damit hat das Programm übertragen auf jeden Fall schon mal funktioniert. So, nachdem wir jetzt das Ganze hochgeladen haben, möchten wir das Ganze natürlich auch hier in unserer Oberfläche einbinden. In meinem Fall, ich musste jetzt einmal den Home Assistant komplett neu starten. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Normalerweise müsste nach dem Hochladen direkt hier unten diese Benachrichtigung erscheinen, in der er euch sagt, er hat ein neues Gerät erkannt. Ich vermute mal, dass ich unter dem gleichen Namen schon mal einen Testdurchlauf gemacht habe und es deshalb nicht geklappt hat. Also, ich habe einmal neu gestartet. Wenn es bei euch auch nicht direkt erkannt wird, macht mal einen Neustart vom Home Assistant. Spätestens dann sollte er hier sagen New Device Discovered, wir klicken auf Checkout und jetzt seht ihr hier ESP Home Nanoleaf Klon hat er erkannt, wir klicken auf Konfigurieren.
Dann sagt er, jo, ich habe hier den ESP-Home-Knoten mit dem Namen Nanoleaf-Clone Node-MCU gefunden, ob wir das zu Home Assistant hinzufügen wollen. Ja, möchten wir, deshalb klicken wir auf Absenden. Jetzt möchte er, dass wir hier nochmal das Passwort für die ESP-Konfiguration angeben. So, und wenn ihr das Passwort richtig eingegeben habt, dann fragt ihr euch noch, in welchem Bereich er das zuordnen soll. Das könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ihr könnt das auch leer lassen. In meinem Fall, es kommt später ins Büro, also ordnen wir es schon mal dem Büro zu und sagen fertig. So, und jetzt seht ihr hier, haben wir hier in unserem Bereich ESP Home unseren Nanoleaf Clone Node MCU. Und damit ist die Einrichtung hier im Backend, also im Hintergrund von Home Assistant fertig. Und wir haben unser neues Gerät erzeugt. Heißt, wir können jetzt in die Übersicht gehen und legen jetzt hier mal eine neue Karte an. Dazu wechseln wir in den Konfigurationsmodus, klicken hier mal auf Plus und dann schlägt ihr uns hier bei Licht schon unser Nanoleaf vor. Wenn er bei euch nicht das Nanoleaf vorschlägt, ist es auch egal. Ihr wählt einfach Licht, wählt dann hier oben die richtige Entität aus. In meinem Fall passt das ja mit Nanoleaf. Könnt dem Ganzen hier auch noch einen Namen geben. Wenn ihr nicht Nanoleaf hier stehen haben möchtet, könnt ihr zum Beispiel auch LED-Panel dahin schreiben und sagt Speichern. Dann sagen wir hier Schließen. So, und das war's. Jetzt können wir hier die Lampen ein- und ausschalten. Wir können auch die Helligkeit hier drüber regeln. Und wenn ihr etwas länger gedrückt haltet, dann geht hier so ein Dialog auf, über den ihr zum Beispiel auch die Farben einstellen könnt. Und wir haben eben Effekte hinterlegt und diese können wir hier unten auswählen und können jetzt zum Beispiel sagen Regenbogeneffekt. Und wenn ihr wieder auf None stellt, sind die Effekte aus und es ist wieder die eingestellte Farbe aktiv. Ich fand das mit dem Effekt hier auswählen und so immer ziemlich lästig und deshalb habe ich unter Hex Frontend noch die Erweiterung Light Entity Card installiert. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier im Konfigurationsmodus auch sagen Plus, Benutzer definiert Light Entity Card, wählt dann hier wieder euer Nanoleaf aus. Und dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, möchtet ihr die Farbpalette sehen oder nicht. Also ich habe meistens den Helligkeitsregler an, die Farbwahl und die Effekte. Das sind so die drei, die mich interessieren. Und dann sagen wir Speichern. Und dann habt ihr jetzt eine alternative Möglichkeit. Ihr seht auch, die sind synchron. Ich beende mal den Bearbeiten-Modus. So sieht es dann in echt aus. Das heißt, ihr habt standardmäßig hier diesen kleinen Ein-Ausschalter nur noch. Und erst wenn ihr einschaltet, dann könnt ihr hier die Helligkeit regeln, könnt hier direkt aber auch die Farbe wählen und auch den Effekt umstellen, ohne wie bei der normalen Lichtkarte extra noch in diesen Zusatzdialog wechseln zu müssen. Fand ich persönlich sehr angenehm, nutze ich für meine LEDs sehr gerne. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, wie das live am Panel aussieht. Ja, hier seht ihr jetzt das fertige LED-Panel. Also die Teile hängen noch lose hier aneinander, nur durch die Kabel gehalten. Aber für einen ersten Testlauf soll es uns erstmal reichen. Hier haben wir das 5 Ampere Netzteil. Hier ist unser Controller drin. Der Controller ist jetzt gerade die Node-MCU kompatibel zu Home Assistant. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch mal an. Und hier seht ihr jetzt in meiner Home Assistant App das LED-Panel, was wir eben zusammen eingerichtet haben. Und ich würde sagen, wir schalten das Ganze einfach mal ein. Und ihr seht, alles ist grün. Hier unten haben wir auch die Auswahl mit dem Helligkeitsregler, wo wir das Ganze dimmen können. Ich drehe es mal wieder auf volle Helligkeit, sonst seht ihr in der Kamera recht wenig. Dann kann ich das hier über die Farbwahl natürlich auch die entsprechende Farbe auswählen. Und hier unten haben wir unsere Effekte. Und ich aktiviere jetzt einfach mal den Regenbogeneffekt. Und ich würde sagen, damit das Ganze besser wirkt, schalte ich jetzt mal das Licht aus. Und ich muss sagen, damit bin ich schon echt zufrieden. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Damit ihr aber auch noch wisst, was die anderen Effekte sind, nehmen wir mal den Scan-Effekt. Da seht ihr, da ist einfach dieser laufende Punkt. Dafür hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr darauf achten müssen, dass die Reihenfolge der LEDs auch wenigstens immer rechts rum oder immer links rum läuft, beziehungsweise dass der Punkt dann irgendwie hier immer eine Linie laufen kann. Das ist jetzt etwas willkürlich und wirkt, finde ich, etwas sehr unruhig. Und dann gibt es noch den Firework-Effekt, also das Feuerwerk.
wo er einfach zufällig so ein paar LEDs aufblitzen lässt und da orientiert er sich bei der derzeitigen Einstellung an eurer Farbwahl. Das heißt, das Feuerwerk können wir hier noch über den Farbwähler noch beeinflussen, in welcher Farbe das Ganze jetzt hier aufblitzen soll. Aber ich muss sagen, ich glaube, was bei mir am meisten Einsatz finden wird, ist wohl der Regenbogeneffekt. Oder vielleicht im Stream oder so, dass ich die Effekte auch ganz ausstelle und das Ganze einfach auf blau laufen lasse. Mal sehen, wie weit ich das Ganze noch erweitert kriege vom Sketch her. Aber so habt ihr jetzt erstmal eine Vorstellung davon, wie das Ganze am Ende aussehen könnte. Für alle, die kein Home Assistant nutzen, möchte ich jetzt aber mal eben kurz noch eine Alternative vorstellen, denn ihr könnt diese Panels genauso nachbauen. Ja, und hier seht ihr jetzt das Sketch, welches ihr benutzen könnt, wenn ihr kein Home Assistant nutzt. Das ist allerdings nur über Amazon Alexa steuerbar bisher. Die wäre also Voraussetzung. Einfach das Sketch übertragen auf die Node MCU und danach einmal sagen, Alexa, suche Geräte. Und dieser Gerätesuchlauf, der dann gestartet wird, sollte eure Node MCU sofort erkennen, beziehungsweise drei neue Geräte erkennen, und zwar Panel, Panel Regenbogen und Panel Farbe. Heißt, ihr könnt dann hinterher sagen, Alexa, schalte Panel. Darüber schaltet ihr es ein oder aus. Dann könnt ihr sagen, Alexa, schalte Panel Regenbogen. Das versetzt die Panels in einen Regenbogenmodus, wo die Farben immer durchlaufen. Und dann gibt es noch Alexa, schalte Panel Farbe. Und da seht ihr hier, habe ich hier ein paar Farbwechsel definiert. Es ist immer rot, grün und blau der Wert. Das heißt, hier wechselt er zum Beispiel von blau auf blau. Also hier haben wir ein konstantes Blau. Hier grün-blau, das ist also, er wechselt von so einem Türkis auf blau und wieder zurück, pendelt er immer hin und her. Also diesen Block könnt ihr beliebig an eure Wünsche anpassen und so verschiedene Farben hinterlegen. Und jede Zeile bedeutet immer, er wechselt immer zwischen der ersten und der zweiten Farbe hin und her. Und welche Farben gerade gewechselt werden, das könnt ihr immer durchschalten mit dem Befehl Alexa, schalte Panel Farbe. Ich habe jetzt einen zweiten Node MCU einfach mal an den PC angeschlossen und auf den flashen wir jetzt mal dieses Sketch. So, das Hochladen ist abgeschlossen und damit habe ich jetzt zwei Node MCUs vorbereitet für die LED-Panels, einmal mit und einmal ohne Home Assistant. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal das Endergebnis zusammen an. Computer, Panelfarbe einschalten. Okay. Ja, okay, den Farbeffekt, den kann man vielleicht noch ein bisschen beschleunigen. Das ist also relativ langsam, aber ihr seht, das Ganze funktioniert zumindest schon mal. Der einzige Haken ist jetzt, wir müssen jetzt warten, bis das durchgelaufen ist. Vorher wechselt er die Farben, glaube ich, nicht in einen anderen Modus. Wir können es aber trotzdem mal probieren. Computer, Panelfarben einschalten. Ja, und ihr seht, der läuft jetzt einmal durch. Der fängt jetzt an erstmal mit Blau und will dann in Blau wechseln und geht danach erst in die zweite Farbe. Ich würde sagen, ich schmeiße jetzt mal eben kurz den Zeitraffer an. So, und jetzt sieht man, hier wird das Ganze schon zu einem helleren Blau. Ich bereite schon mal den nächsten Farbwechsel vor. Computer, Panel, Farbe einschalten. Okay. Ja, hier sieht man jetzt leider nochmal, ich habe leider unterschiedliche LEDs verwendet. Die Stripe war zu Ende und das eine scheint eine warmweiße, das andere eine rein weiße LED-Stripe gewesen zu sein. Für meine Zwecke, ich werde es jetzt so lassen, aber am besten also alles aus einer Stripe und somit mit den gleichen LEDs verbauen. Ansonsten können hier solche Farbunterschiede auftreten. Aber ihr seht, das Ganze funktioniert. Ja, soviel erstmal zu meinen Nanoleaf-Klons. Ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die liegen jetzt zwar noch lose hier drauf. Ich habe mir dafür jetzt hier so eine Plexiglasplatte geholt, eine dünne. Die schneide ich mir noch zurecht, klebe die dahinter, dass wir das Ganze an einem Stück fest verbunden haben, dass wir oben auch die Möglichkeit haben, das Ganze mit einer Schraube nachher an die Wand zu machen. Ich glaube, das blende ich nur noch eben im Zeitraffer ein. Da kann sich, glaube ich, auch jeder selber was überlegen, wie er das am liebsten jetzt montieren möchte, miteinander verbinden möchte oder.
Das waren auf jeden Fall mal zwei Varianten, wie ihr LEDs recht bequem in Home Assistant oder an Amazon Alexa anbinden könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch direkt meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Wenn ich noch irgendwas vergessen habe, ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!